Wie gehst du mit Kritik um? Ich denke, keiner mag es, wenn Dinge erzählt werden, von denen man glaubt, die sind nicht gerecht, weil sie nicht wahr sind. Und doch musst du auch einen Umgang mit Kritik entwickeln können. Nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld. Denn es gibt immer wieder Momente, da wirst du kritisiert und dann ist eben deine Kritikfähigkeit gefragt. Bei der Kritik, da passiert etwas ganz Spannendes in dir. Denn Kritik triggert dich. Wenn jemand dich kritisiert, dann erinnert sich dein Unterbewusstsein daran, dass du schon in deiner Kindheit oder Jugend Momente erlebt hast, in denen du vielleicht deinem Umfeld nicht genügen konntest. So vielleicht bei der Erziehung, also du konntest vielleicht der Mutter oder dem Vater nicht genügen, weil du dich nicht geliebt gefühlt hast oder nicht wichtig genug gefühlt hast, oder bei Mobbing in der Schule oder bei späteren Erfahrungen im Lehrbetrieb etc. Und da solltest du erkennen, wenn jemand dich kritisiert, dann solltest du darüber reflektieren können, was passiert da gerade in dir. Weil im Grunde ist die Kritik für dich wahrscheinlich nur so schlimm, weil bestimmte Erinnerungen aus deiner Vergangenheit dann wieder wach getriggert werden. Die Kritik ist also ein sogenannter Trigger. Genauso ist dein Gegenüber, das dich kritisiert, in seine Welt. Denn oftmals kritisieren Menschen eigentlich gar nicht dich, sondern sie kritisieren einen anderen Menschen, von dem sie schon mal verletzt wurden. Und wahrscheinlich triggerst du dann dein Gegenüber und erinnerst dein Gegenüber an einen anderen Menschen, von dem sich dein Gegenüber verletzt gefühlt hat. Also kritisiert auch dein Gegenüber eigentlich nicht nur dich, sondern auch die Person, von der sich dein Gegenüber schon mal verletzt gefühlt hat. Also folgedessen ist dein Gegenüber in seiner eigenen Welt und sieht nur ein Abbild von seiner Vergangenheit in dir, und auch du bist in deiner Welt und siehst in der Kritik ein Abbild von deiner Vergangenheit. Also folgedessen sind beide wie in ihrer eigenen Welt. Und bei einer Kritik prallen diese Welten aufeinander, aber die Wut, die dann aufkommt, oder das Unverständnis, das kommt aus der Angst, respektive aus der Verletzung, die beide aus ihrer Vergangenheit schon mitgebracht haben. Wenn also beide erkennen würden, dass sie entweder kritisieren oder wahrscheinlich zunehmend kritisieren, weil sie schon mal verletzt wurden in dieserlei Hinsicht, und dass sie mit Kritik nicht gut umgehen können, weil sie auch in dieserlei Hinsicht schon mal verletzt wurden, wenn man das verstehen würde, dann würde man auch erkennen, dass die Kritik eigentlich sehr wenig miteinander selbst zu tun hat, sondern vielmehr mit der jeweils eigenen Vergangenheit. Und wenn du das mal erkennst, dieses Modell, und du versuchst zu erkennen, das verletzt mich jetzt gerade, weil es mich an etwas erinnert aus meiner Vergangenheit, dann kannst du nämlich die aktuelle Situation viel eher akzeptieren als eine neue Situation und nicht als ein Abbild deiner Vergangenheit. Erkenne, dass jede Situation eine neue Situation ist, dass bloß dein Unterbewusstsein glaubt, es wäre so wie damals. Aber es ist nicht so wie damals oder sehr selten so wie damals, sondern es ist eine neue Situation. Dir gegenüber steht ein neuer Mensch. Gib diesem Menschen eine Chance. Und dadurch wirst du eine ganz andere Beziehung zu deinem Gegenüber aufbauen können. Es wird eine offenere, transparentere und einfach auch liebevollere Beziehung zu deinem Gegenüber, wenn du verstehst, dass gewisse Dinge, die dich verletzen, eigentlich nur dich betreffen und nicht dein Gegenüber. Und dadurch wird es dir auch leichter fallen, A, nicht zu kritisieren oder die Kritik nicht anzunehmen. Oder nicht annehmen, schon annehmen können, aber im Sinne von, du verstehst, dass das Gegenüber, wenn die Kritik nicht konstruktiv ist, sondern destruktiv ist, dass die Kritik dann nichts mit dir zu tun hat, sondern mit der Vergangenheit deines Gegenübers. Und B, du lernst dadurch viel eher inneren Frieden zu verspüren, weil du in Zukunft, wenn dir jemand im Auto hupt oder wenn dich jemand beleidigt, die oder der dich gar nicht wirklich kennt, du dann verstehst, wow, die beleidigt oder der beleidigt eigentlich gar nicht mich, sondern irgendeine Person aus seiner Vergangenheit,
und verwechselt diese Person mit mir. Das tut mir dann leid und dadurch kannst du dann damit viel besser umgehen. Versuch dieses Konzept, diese beiden Welten zu verstehen und dadurch kannst du viel besser mit Kritik umgehen.